Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar. Los geht's mit Deus Ex Mankind Divided. Ich dachte früher, ich könnte die Welt retten. Und jetzt? Bei einem weiteren Terroranschlag sind 251 Passagiere an Bord des Sister Airlines Flugs 451 ums Leben gekommen. Als ein augmentierter Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Der Blackbox ist zu entnehmen, dass der Mann unter Flashbacks des Opti-Zwischenfalls litt. Jenem Tag vor 2 Jahren, an dem Augmentierte weltweit in eine psychotische Mordlust verfielen, die zum größten Verlust an Menschenleben in der jüngeren Geschichte führte. Manchmal muss man einfach loslassen und annehmen, was man geworden ist. Sie werden doch jetzt nicht sentimental, Techno, oder? Falls doch, MacReady. Sie werden es nicht kommen sehen. Agent Jensen, bekomme ich ein Problem mit Ihnen? Nein, Sir. Dazu besteht keine Veranlassung. Gut. Sie sind nämlich der einzige Augmentierte in diesem Team. Und das will ich unbedingt ausnutzen. Alle herhören! Wir haben einen Sandsturm am Arsch und können uns keine Fehler leisten. Wir suchen einen Waffenhändler. Sein Name ist Shepard, ein Ex-Bell Tower. Einer der Special Forces Commander, die während des Zwischenfalls verschwunden sind. Er ist aus seinem Versteck raus? Klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Er verkauft Waffen und Militäraugmentierungen an Terroristen. Das ist Aaron Singh, der Undercover-Agent, der Shepard aus seinem Loch geholt hat. Der beste UC, den Interpol hat. Seit 3 Jahren versucht er, bei den Djinn nach oben zu kommen. Einem Schmugglerkartell aus dem Irak, das den Osten infiziert hat wie eine Seuche. Letzte Woche hat unser Waffenhändler, den Djinn, eine große Lieferung Schwarzmarktware zu einem Spottpreis angeboten. Singh soll die Abwicklung übernehmen. Es wird Ihnen nicht gefallen, wenn Interpol Ihre Party sprengt. Ist Singhs Tarnung wirklich gut? Im Moment schon. Und es muss auch so bleiben. Hier soll der Deal stattfinden. Ein halbfertiges Hotelhochhaus, das seit dem Zwischenfall verlassen ist. Das Innere ist nicht gerade schön. Lassen Sie mich raten. Die meisten Arbeiter hatten schwere Industrieaugmentierungen. Und beim Zwischenfall sind sie durchgedreht und haben ein Massaker angerichtet. Und seitdem war niemand außer einigen obdachlosen Junkies mehr da drin. Wie lautet Ihr Plan, Direktor? Singh trifft Shepard im Erdgeschoss. Im Atrium des Hotels. Der Großteil seines Djinn-Teams ist im Penthouse und sichert einen Aussichtspunkt. MacReadys Team bezieht beim Atrium Position und führt die Verhaftung durch. Jensen, Sie gehen alleine übers Dach rein. Mein Einsatzziel? Sie sorgen dafür, dass die Djinn nicht eingreifen. Soweit wir wissen, gibt es nur einen Weg vom Atrium zur Penthouse-Etage. Ein halbwegs intakter Fahrstuhlschacht. Hier. Blockieren Sie den Zugang. Okay. Lassen Sie mich gehen. Wollen Sie sich dabei nur auf Ihre Augmentierungen verlassen? Ich würde an Ihrer Stelle etwas Hardware mitnehmen. Zur Sicherheit. Oh, gute Frage. Nicht tödlich, tödlich. Ich spiele Deus Ex gerne nicht tödlich. Also das bedeutet nicht, dass ich nicht die Leute umbringe, aber das hat oft Auswirkungen auf den Spielverlauf. Wir können eigentlich tödliche Waffen sowieso nachher mitnehmen. So ist das eigentlich nicht. Ich glaube, wir können die auch finden und so. Aber wir gehen erstmal auf nicht tödlich, weil da ist ja auch eine Person drin, auf die wir aufpassen müssen. Deswegen müssen wir sowieso schleichen, also nicht tödlich. Wir haben da drin einen UC und es ist vielleicht leichter, seine Tarnung zu wahren, wenn er am Ende nicht der Einzige ist, der noch atmet. Gut mitgedacht. Genau, denn wenn ihm was passiert, werden Sie es seiner Frau sagen. Nach Ihrem Krankenhausaufenthalt, versteht sich. Wie sieht's mit der Distanz aus? Es gibt in dem Gebäude viele große Räume und hohe Decken. Aber es gibt auch einige kleine, enge Zimmer. Eigentlich schlecht zum Schießen. Ich habe eigentlich genug Nahkampffähigkeiten.
um Leute auszuknipsen in den kleinen Räumen. Deswegen eigentlich scheiß drauf, wir gehen auf Nahkampfwaffe, Elektroschockerpistole oder gehen wir auf okay. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene mu und raus bist du. Okay, Distanzwaffe. Ich will da drin mit niemandem Karten spielen. Geben Sie mir etwas mit Reichweite. Ihre Entscheidung. Sie sind unauffälliger und Sing fliegt nicht so schnell auf. Eines noch, Jensen. Sing sagt, die Jin benutzen einen tragbaren Funkverstärker. Er hat eine bessere Chance, seine Tarnung zu halten, wenn sie das Ding deaktivieren. Ich halte die Augen offen. Aber stehen wir nicht unter Zeitdruck? Sie haben gesagt, ein Sandsturm zieht auf. So ist es. Und wir haben die Infos über diese Mission in letzter Minute bekommen. Also schwimmen wir ein bisschen. Im Notfall müssen Sie die Jin vom Atrium fernhalten. Verstanden. Schluss mit dem fröhlichen Geplänkel, meine Herren. Wir nähern uns dem Zielgebäude. Sie zuerst, Jensen. Es geht los. Dubai, 2029. Das Kommando. Hier Knife Leader. Aktiviere Flüstertriebwerke und gehe runter auf 1.5. Oh, da liegen die ganzen vergammelten Leichen von vor 2 Jahren noch rum. Das ist aber toll. Oh, was haben wir denn hier Feines? Okay. Teamleader hier, Jensen, ich bin auf dem Dach. Empfang ist klar. Gehen Sie ins Gebäude. Der Zugang, den Sie blockieren sollen, ist am anderen Ende der Penthäuser. Und noch was. Der direkte Weg ist nicht immer der einfachste. Roger. MacCready meldet sich, sobald sein Team am Boden ist. Miller out. Miller out. Okay, los geht's. Ich freue mich direkt hier drauf. Oh mein Gott, es kann losgehen. Wup, wup, wup. Ich habe mal geguckt. Also, ich habe ja schon mal angefangen. Aber ich stand hier nur und habe geguckt, wie die Fähigkeiten verteilt sind. Also, I. Inventar, hier sind unsere Waffen etc. Ich muss die Maussensitivität immer wieder umstellen, weil die ist ein bisschen flott. Multitool, da können wir die Sachen bauen. Das ist das neu? Ich glaube nicht. Sekundär, den Signalverstärker stören. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Wir haben Fähigkeiten, warte mal. Also, hier sind die ganzen Augmentierungen, die wir haben. Und es gibt eine Sache, die ich testen wollte. Und zwar ist das hier. Das ist Typhoon. Der Typhoon, ich glaube, den hatte ich auch schon bei Human Revolution. Und zwar, wie ihr seht, verschießt er so Pfeile und tötet entweder alle oder betäubt die. Wir gehen auf Betäuben. Ich glaube, das müsste jetzt an sein, oder? Aktivierung. Drücken Sie B, um den Augmentierungsgrad zu öffnen. Wählen Sie die Augmentierung Typhoon aus und weisen Sie mir die einfach zu. Okay, das haben wir auch getan. So. Ich glaube, jetzt ist er auf Schlafen. Ich glaube, das können wir aber generell immer wieder umstellen. Wie auch immer. So, wir müssen nochmal gerade B drücken und Smart Vision hinzufügen. Wir gehen auf Slot F3. F1 ist leiser laufen. Okay. Dann mal los. So, wir haben hier schon ein paar Leichen. Vertrocknete. Credit Chip. Boah, fängt ja gut an, Libiosa. Oh, 44 Credits. Hier ist noch einer. Nichts. Wenn wir F3 drücken, geht das an. Smart Vision. Guck mal, dann sehen wir die Leichen noch besser. Oh, was ist das denn da? Das leuchtet nur ein bisschen. Na gut. So. Safety Record. Number of Employees. 12.000. Oh Gott, die waren aber viele Leute. 12 Tage seit dem letzten Unfall. Nur. Toller Job. Oh, guck mal, hier hängt noch einer. Alter, was ist denn da passiert? War da einer am Klo? Oh, noch mehr Credits. Sehr gut, sehr gut. Alter, was ist denn hier passiert? Warum hängt da alles im Dixie-Klo? Alter! Oh Mann, ey, die haben die Leute auf dem Dixie-Klo umgebracht. Die Augmentierten sind ja ausgerastet, weil denen ihre Chips manipuliert waren. Wer die Zusammenfassung geguckt hat oder sich mit dem Vorgänger auskennt, kannte oder kennt... Okay, ich glaube, ich muss auf nicht viel achten. Ich kann jetzt hier nicht viel übersehen. Q drücken, um... okay, Sinkflug... Icarus, wie es ist. Eintrag anzeigen. E halten. Keybindings. Ja, egal, das ist unwichtig. So, hier haben wir einen. Nichts. Okay. Ist auch nichts.
Okay, ducken. Oh, danke für die Hilfe. So, und jetzt? Jensen, wir bewegen uns durch die Lobby Richtung... Oh, scheiße! Was ist los? Die Djinn haben ein paar Generatoren aufgestellt. Wir müssen die Tastenfelder hacken. Genießen Sie es, MacReady. Sie haben Farben und Form. Wichtig ist nur eins. Rot ist böse. Fick dich! Okay, wie kommen wir hier durch? Okay. Ah, hier. Rotes Leuchten, alte Mann. Ah, okay. Lüftungsabdeckung öffnen. Okay. Zerstörbare Lüftung eh schlagen. Das war auch sehr leise. Sehr gut, Aldemar. Weil die Maus ist ein bisschen schnell. Ich muss dann nochmal gucken. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir so kommen. Ich will mal gucken, ob ich hier nicht irgendwas übersehe. Werfbar, Pylonen. Weg damit. Ist hier noch irgendwas? Nee, nein. Nein, ich will jetzt nicht überall kramen, aber na gut, Leiter hoch. Oh, guck mal, da liegt einer. Hallo, wer bist du denn? Augmentierter Bauarbeiter. Oh, guck mal, der war mal augmentiert. Alles mit ihm. Was ist das? Ein PDA? Eine PDA. Eintrag anzeigen. Ich lese hier gerne mal alles, weil da findet man noch Keycodes und so. Quasi mir. Alle sind verrückt geworden. Ich habe gerade am Lüftungssystem gearbeitet, als der Strom ausfiel. Jetzt sitze ich hier drin fest. Andererseits bin ich hier wenigstens sicher. Die töten alle. Sie haben angefangen zu schreien und töten alles, was sich bewegt. Wo steckst du? Schlag dich zum Lagerbereich auf dem Dach durch, wenn du kannst. Der ist eingezäunt. Dort müsstest du sicher sein. Vielleicht findest du sogar Medikamente. Der Türcode ist 4801. Pass auf dich auf, mein Freund. Welche Tür? Der Türcode auf dem Dach. Okay. Hier ist keine Tür, oder? Da liegt nichts. Da liegt auch nichts. Kann ich da runter irgendwie? Oh, guck mal, Möwen! Schön. So, so, guck mal, hier kann ich da nochmal runtergehen. Ist hier irgendwas? Nein. Oh, Sägeblätter. Guck mal hier. Können wir die mitnehmen? Ja, leise arbeiten. Ja, doch nicht. Okay. Da müssen wir wieder hoch. Okay. Ab nach oben. Man weiß nie. Hier kann man immer so schnell was übersehen. Und ich bin ja immer so eine trübe Tasse hier. Wo muss ich hin nochmal? Okay. Tür auf dem Dach. Meint er diese Tür hier? Aber nee, kann nicht sein. Das muss eine Tür sein, die wir aufmachen müssen. Können. Nur mal gucken. Oh, hier liegt wieder ein Toter. Nichts. Kommt vielleicht noch mit dem Türcode. Das kann ja sein. Na gut. Halten Sie Leertaste gedrückt. Ah, höher springen und festhalten. Ne, ich glaube, da können wir nicht hin. Türcode auf dem Dach. Geh hier durch. Ducken. Da liegt noch ein Augmentierter, oder? Die haben, glaube ich, andere Kleidung an. Zu Beginn das Q gedrückt halten. F3, um Smart Vision zu aktivieren. Okay. Oh, wow, Leviosa Vision. Oh, guck mal hier. Nichts. Credit Chip. Oh, geht doch. Werfbar, Feuerlöscher. Warum ist der gelb? Zum Einschmeißen von Objektmanipulation drehen. Oh, Entschuldigung. Guck mal, ich kann ihn drehen. Ich kann ihn so werfen. Soll ich ihn dagegen werfen? Strukturschwäche. Ich kann auch dagegen schlagen. Warum soll ich den mitnehmen? Ist hier eine Tür? Kann ich auch woanders lang gehen? Da waren nämlich Typen hinter der Mauer. Da, guck. Da seht ihr das? Da sind die. Okay. Okay. Oh mein Gott, ich sehe schon, wie er mich hasst. Alter Mann, du hast das mal sehen. Okay, wir gehen durch die Tür. Es ist Tutorial, da kann nicht viel passieren. So, hallo, ich bin da. Ich habe mal angeklopft. Okay, jetzt müssen wir langsam gehen. Caps Lock an. Eintrag, anzeigen. Waffen, okay. Schnellinventar, Tabulator. Zurück. Oh, guck mal, die Maus sitzt hier total lahm. Jetzt muss ich wieder hin und her klicken. Okay, 1, 2, 3. Achso, warte, wir legen die mal auf Taste 1, 2, 3. So, jetzt haben wir Medikit, Waffe. Was ist das? Biozelle 3. Gasgranate 4. Gasgranate ist betäuben, das ist die böse Granate. Wir lassen die lieber mal drinne. Ich will die nämlich nicht benutzen. Testmunition. Okay, das ist der Elektroschocker. Ich hätte doch vielleicht die Pistole mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Die mich hier hören? Ich glaube nicht. Oh, da müssen wir hin. Guck mal, was ist das denn da?
Das hier? Nee, dahinter? Ah, dahinter, okay. Da ist ein Loch. Da ist ein Toter. Da ist ein PDA. Wir öffnen den PDA. Halten. Connor Banks, treffen? Fragezeichen. Von Varys Nori. Connor, unsere Investoren werden nervös. Einige von ihnen überlegen bereits ernsthaft, ihre Verluste zu deckeln und aus dem Projekt auszusteigen. Scheiße, wenn das mein Geld wäre, würde ich dasselbe tun. Ich bin ziemlich sicher, das Wüstenjuwelresort wird nicht bis zum Abnahmetermin fertig. Das wäre dann der 5. geplatzte Termin. Und ich muss dir sicher nicht sagen, was das bedeutet. Ich brauche eine Lösung, bevor Wahabta hier untergeht. Ich brauche deine Hilfe, Connor. Können wir uns treffen? Ich bin am 10. in New York. Varys Nori, Projektleiter. Wahabta hier Construction. Mhm. Vielleicht treffen wir den noch. Guck mal, ich soll... Guck mal, warum blinkt das da auf, wenn ich drei... Da. Ach, das geht hier nicht, ne? Okay, was ist denn das andere da eigentlich? B. Entschuldigung. B. Das da. Glasschildtarnung. F4. Tarnen wir uns dann? Oh. Und da können wir Leute auch ausnocken, oder? Der Verbrauch ist aber hoch. Ich muss aufpassen. So. Da. Unterbrecher benutzen. Okay. Sehr gut. Dann zurückgehen. Okay, wir können nicht zurückgehen. Okay, wir müssen hochgehen. Das war vorausschauend. Oh, guck mal, können wir hier irgendwas aufmachen? Nee. Werfbar, werfbar. Ob wir die Typen auch direkt damit ausnocken können? Ich muss immer oft speichern. Oh, darf ich nicht vergessen, speichern. Falls was schief geht, muss ich nämlich laden. Guck mal, ich kann die überall oben langlaufen. Mal gucken. Irgendwas finden. Guck mal, ich kann die hoch... Nee, ich kann hier nichts machen. Okay, gehen wir runter. Leise und geschmeidig. So, okay. Ob ich hier den Türcode benutzen kann? Was ist das denn hier? Nee, ist nichts. Okay. Ach so, guck mal, da steht, was das ist. Warnung, Elektrizitätsgefahr. So. Tastenfeld benutzen, E. So, 4801. War das der richtige Code? 480... Verlassen, Moment. PDA. Dann, normalerweise zeigt er das doch an, glaube ich. Da, PDA, Einträge. Connor Banks war das, ne? Nein. 4801. Ja, habe ich probiert. Oh, wusste ich sogar noch. Sehr gut. Okay. 4801. Ne, geht nicht. Sicherheitsstufe 1. Hacken. Dann hacken wir mal. Oh, scheiße. Wie ging das nochmal? Oh, scheiße. Verstärken. Übernehmen. Übernehmen. Komm schon, schneller, 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 schneller. Oh, wie ging das denn nochmal? Jetzt sehe ich das nicht ganz. Ah, ich kann wegzoomen. Übernehmen, komm schon. Ah. Gerät wurde freigeschaltet. Oh, oh. Ah, quick save. Okay, okay. Okay, okay. F3. Da stehen die noch. So, wir machen mal erstmal leise gehen an. So. Leertaste. Ah, Tutorial-Modus. Möglichkeiten der Deckung. Lernen Sie, wie man Deckung geht. Blablabla. Das können wir schon. Folge grünen Hologramm, um Tutorial-Anweisungen zu verstehen. Okay. Schließe und Spiel zurückkehren. Tutorial-Modus. Aufrufen. Nee, nee, scheiß drauf. Wir machen das so. Verdammter Hausbesitzer. Ich glaube, das war der letzte. Ah. Ich kann die doppelt killen. Nochmal. Nur zur Sicherheit. Okay, abspeichern. Ich kann mich tarnen und dann rangehen. Ups, Entschuldigung. Falscher Knopf. Oh, ich trottel. Okay, so viel dazu. So viel dazu. Ich habe mich verdrückt, tut mir leid. Scheiße. Meine Güte, so viel dazu. Es war... So, da sind wir. Okay. Ah, jetzt gehen die weg. Scheiße. Okay, er geht weg. Nummer 1. Warum kommt denn da immer so eine Sequenz? Was soll denn das? Durchsuchen. Gin. Ah, Munition.
Sehr gut, funktioniert doch. Oh, da sind noch mehr. Das ist ein langer Raum. Wie viele sind denn da noch? Zwei. Nicht mehr, oder? Okay. Hä? Ach ja, guck mal, er fällt um. Achtung, er ist betäubt. Und er noch. Komm. Oh, oh, Schwächeanfall. Oh, oh, barmherzige Seele. Ich will einfach nur die Mission erfolgreich beenden. Und du auch. Na gut, Leute, wir müssen hier abspeichern. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Deus Ex. Mankind Divided. Ich wollte euch Human Revolution sagen, aber ist es ja nicht. Na gut, Leute. Also, bis zur nächsten Folge. Haut rein.